Fall. Bitte dann jetzt mal einmal durchs Studio fliegen vielleicht. Dazu muss man in unsere Show dazu kommen. Kommt jetzt am Wochenende in die Show. Aber machen wir noch einen kleinen Trick oder habt ihr was? Ja, los, komm mit allen, oder? Mit allen, ja. Stell dich mal alle hin. Komm, alle mal einmal aufstehen. Ja, los, komm, mal mit. Alle. Ich auch. Felix auch. Ja, du auch. Natürlich, Hanne. So, komm, nehmt mal alle eure Hände, die nach vorne aus und lasst die Finger aufeinander zuzeigen. Mit eurer einen Hand greift ihr um die Finger der anderen. Genau, richtig so. Richtig festhalten und nach oben nehmen. Komm, alle mit mal. Richtig nach oben. Und jetzt dreht ihr die Finger anschließend so weit nach unten, also bis es anfängt weh zu tun. Tut schon weh? Ja. Dann noch ein Stück. An der Stelle, wo es nicht mehr geht, einfach mit einem Ruck. Eins, zwei, zweieinhalb. Ah! Wollt ihr wissen, wie es geht? Mit Gewalt. Nee, ehrlich, da kannst du ein zweites Mal, du drehst einfach ein zweites Mal immer nach unten, so nach unten und dann einfach nochmal. Oh. Immer weiter, immer drehen. Ah. Sieht stark aus, ne? Ja. Geht aber nur, weil die Hand nicht echt ist. Ja. Nee, ehrlich, die sieht echt cool, man. Die fühlt sich an wie eine echte Hand. Ah! Riesig! Alles okay. Ja, beruhigt euch. Die Übung machen wir gleich noch mit den Köpfen. Aber wolltet ihr mal rodeln? Habt ihr Bock mal in den Rodel? Also, wir fahren seitdem wir klein sind Ski, aber gerodelt bin ich quasi auf einer professionellen Bahn noch nie. Also, Zipfelbob? Zipfelbob? Kennt ihr einen Zipfelbob? Zipfelbob? Nein, sag das. Ist das ein Getränk? Nein. Ich hätte gerne Zipfelbob, ja. Da gibt's bestimmt irgendwo. Nein, aber richtig in einem Bob. Man kann ja hier so Gästebobfahrten, heißt es, eigentlich fast auf jeder Bahn machen. Mit einem Bob hast du wirklich fast die Originalgeschwindigkeit. Wie schnell? 100. Kommt auf die Bahn drauf an. Ich sage jetzt halt mal zwischen 120 bis 130 km/h. So, ihr Spatzis, mit euch. Das ich, der Bob. ihr seid wirklich toll, muss ich sagen. Und ihr könnt auch schreiben. Danke. Und deswegen signiert ihr jetzt, ihr habt es mitbekommen, wir machen Tauschaktion für einen guten Zweck. Jede Woche versuchen wir, was Wertvolleres zu ersteigern. Zu tauschen. Und ich fange jetzt mal an, diese Gitarre zu unterschreiben. So, Caroline, kommst du mal, könnte Caroline unterschreiben? Jimi Hendrix? Ja, genau. Unterschreibst du denn? So, du bist jetzt der Ehrlich Eins. Irgendwo. Ja, irgendwo. So, da schreibt der Andreas. Ich schreibe hier auf dem Schwarzen. Ja, genau. Und jetzt ist schon mal doppelt so viel wert wie vorher. Mhm. Jetzt ist gar nichts mehr wert, wenn mein Bruder unterschreibt. So, jetzt Felix? Der Felix. Ich geh hier oben. Ja, geh da oben hin. Geh da oben hin. Schreib bitte Felix Loch. Ich versuch's. Sehr gut. So, jetzt noch die Caroline unterschreibemaschine, gell? So, wunderbar. Caroline. Sehr guter Herr. So, diese Gitarre, Leute, geht raus und ihr tauscht bitte gegen diese Gitarre. Danke fürs Unterschreiben, die Ehrlich Brothers. Mein Gott, was für ein Abend. Ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank fürs Kommen. Der, der die bekommt, bekommt auch.